kommt an Orte, an denen war man vielleicht vorher noch nicht. Und durch die ganzen unterschiedlichen Veranstaltungen, auch der anderen DesignerInnen, also es ist schon sehr spannend. Bei Berlin Contemporary gibt es ja die Möglichkeit für verschiedene DesignerInnen eine Förderung für eine Show zu bekommen. Sprich, man bekommt einen Geldpreis für ein Konzept, das man einreicht. Und für uns ist es natürlich eine große Chance, das als Show präsentieren zu können. Wir haben ja lange schon dafür gekämpft, auch mit anderen DesignerInnen aus Berlin, dass sich ein Format entwickelt, wo man auch unterstützt werden kann. Und für uns ist das total wertvoll, weil wir durch die Förderung und durch die Hilfe auch Ideen umsetzen konnten, die wir vielleicht sonst eigenständig nicht umgesetzt bekommen hätten. Das, wie Berlin Contemporary jetzt aufgebaut wurde, das gerade jetzt auch das vergangene Jahr, ist einfach unglaublich vielversprechend und hat uns auf jeden Fall total geholfen. Und wir sind dankbar für die Hilfe. Also das Besondere an Studio Retail und was ich auch total gut finde und wieso wir uns eigentlich auch jedes Mal bewerben, ist, weil wir die Möglichkeit haben, direkt zu unseren Kunden zu gehen. Das heißt also, wir können irgendwie Events machen, die an unsere Kunden gewendet sind. Studio to Retail bringt für uns und im Allgemeinen, denke ich, auch vor allem Modeschaffende mit Endkonsumenten, mit Nicht-Mode-Experten der Stadt und aber auch mit Touristen zusammen. Und das ist im Großen und Ganzen auch der Schwerpunkt der Platte. Deshalb freuen wir uns jedes Jahr, bei Studio to Retail wieder teilnehmen zu können und vor allem auch zu den Gewinnern zu gehören. Besonders wichtig ist bei der Fashion Week für uns, dass die internationale Presse eben auch kommt. Und dafür lädt der Fashion Council ja internationale Presse ein. Und dieses Guest Management Programm ist für uns somit eine der wichtigsten Förderungen während der Fashion Week, weil wir so einfach diese internationale Strahlkraft bekommen. Wir haben sowieso das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren auch international ein Interesse entwickelt hat, Berliner Design, Berliner Mode auch wertzuschätzen. It's all about relationships und ich glaube, es ist gut, sich zu treffen, es ist gut zu reden, es ist gut, ambivalent zu reden und ich fand den letzten Fireside-Chat in München großartig und ich gehe jedes Mal weg und bin mit neuen Erkenntnissen. Das ist ein sehr, sehr netter Abend jedes Mal, das ist ein guter Austausch zwischen allen Beteiligten. Das sehe ich auch eigentlich als so einen sehr wichtigen Punkt, dass man sich untereinander austauscht, auch innerhalb der DesignerInnen, also dass wir uns untereinander austauschen und ja, sich einfach vernetzen. The European Fashion Alliance is an incredible group of people. They come from different elements of what fashion is, from a perspective of design, communication, and the idea of its voice in the world. So it brings people together from across the different fashion councils who don't usually actually get to have a safe space to talk about what's really important, and that is what fashion means in the world. So I'm particularly excited about the education element of the European Fashion Alliance because it connects people working in the sector, people coming through education and the public in an idea of what fashion really does stand for. Generation Zukunft. Es ist wirklich ein tolles Projekt und ich bin wirklich beeindruckt, wie die jungen Menschen, die hier in Schottland zusammengekommen sind, diese erste Erfahrung mit Stoff, mit Handwerk machen. Das ist wirklich etwas, wo Talent sich entwickeln kann. Und ich glaube, das werden ganz tolle Ambassadors für das Thema Circular Fashion, weil sie einfach selbst diese Erfahrung machen, ne, aus den alten Produkten was Neues zu machen, es zu optimieren, zu verbessern und in ein neues Leben zu holen. What interested me most about Fashion X Craft was the unique connection of traditional craftsmanship and innovation and also the focus on sustainability, and I was hoping to just broaden my experiences and my skills and also to connect with like-minded people and to learn from each other.
When I first applied to Fashion X Crafts, I really was looking forward to participate in this program to continue my creative journey and to kind of get new inspiration and also like to create a network of creative people and also to like get a foot in the door of the fashion industry in Germany. Fashion Zukunft Konferenz ist für mich besonders spannend, weil wir dort zum allerersten Mal an einem Panel dran teilnehmen dürfen zum Thema Nachhaltigkeit und Disruption in der Modebranche. And it's amazing to hear all these voices, all these opinions and all these ambivalent aspects of what fashion, of what sustainability is about, and it's great to follow that, and it's great that Fashion Council gives us the possibility to listen to that. Der UGG Culture Changemaker Prize, bei dem wir die Möglichkeit hatten, unseren eigenen UGG Classic Mini zu entwerfen, erstmal als Prototyp und dann auch final als Schuh. Und wir hatten auf jeden Fall das Glück und die Ehre, dort als Gewinner auserkoren worden zu sein. Und das ist für uns natürlich nicht nur eine Riesenehre, sondern auch eine ganz große Hilfe fürs Unternehmen. Und damit haben wir ganz neue Möglichkeiten, was wir jetzt umsetzen können. Mit Fashion Forward Network waren wir in New York mit dem Fashion Council die Möglichkeit gehabt, uns zu vernetzen, Leute kennenzulernen, in Unternehmen gehen zu dürfen, zu Magazinen gehen zu dürfen und den Counterpart vom German Fashion Council kennenzulernen. Als wir in New York im Garment District waren, haben wir Möglichkeiten gehabt, reinzuschauen in die jeweiligen Ateliers und auch vor Ort die Leute kennenzulernen. Ich selber laufe gerne am Garment District vorbei, ist natürlich super interessant als Designer und das war natürlich ein sehr großes Erlebnis für uns. Ich mit meinem Unternehmen stehe hier seit 15 Jahren und ich habe trotzdem so viel mitgenommen und so viel gelernt, tolle Leute kennengelernt. Ich habe so viel mitgenommen, dass wir auch tatsächlich daran anknüpfen können im nächsten Jahr und was Tolles in Amerika noch mehr ausbauen. Diese Reise hat mich und Fashion Council, auch die junge Generation an Modedesignern, hat uns so zusammengeschweißt und dafür bin ich sehr dankbar und bin sehr gesegnet. Ich freue mich sehr über die ReFashion Academy. Zum einen, weil ich involviert bin mit Workshops, die ich geben darf. Und zum anderen, weil es natürlich einfach eine Community zusammenbringt und Wissen. Und es gibt einfach nichts Schöneres, als Wissen zu teilen. Und ja, ich freue mich einfach riesig drauf. Die KDW Vogue und Fashion Council Germany Party war einfach purer Spaß, aber tatsächlich auch eine einmalige Gelegenheit, in einer etwas entspannteren Atmosphäre sich nochmal zu connecten und wiederzusehen und einfach wirklich auch als Menschen sich nochmal auszutauschen, was ich einfach für sehr wichtig halte.